61,38 Meter. Damit kann sie sich noch einmal um 68 Zentimeter steigern. Und unser Applaus und unsere Anerkennung für die neue deutsche U23-Hammerwurfmeisterin Caroline Pesler, hallische Leichtathletik-Freunde. Ja, wir gehen runter auf die Laufbahn. Das erste Finale am heutigen Sonntag steht an 400 Meter der Junioren. Und für diesen Endlauf haben sich die folgenden 6 Sprinter qualifiziert. Auf der Bahn 1 Laurin Forstreuter, Elke Unterlüß, Fassberg, Oldendorf. Auf der Bahn 2 Philipp Klemann, SG Johannesburg 1926. Der Sieger des zweiten Vorlaufes, der steht auf der Bahn 3, Benedikt Wiesen von der LG Stadtwerke München. Auf Bahn 4, er gewann seinen Vorlauf klar und deutlich. Er war der Vorlaufschnellste in 47,84 Sekunden. Der Titelverteidiger von der LG Nike Berlin, Marco Kaiser. Auf Bahn 5, auch er ein Vorlaufsieger. 48,00 Sekunden, der 8. der deutschen Meisterschaften von Wattenscheid. Johannes Drefts, LG Würm Athletik. Und auf der Außenbahn 6 für die LG Eintracht Frankfurt, Michael Pflüger. Das sind die Teilnehmer am Finale über 400 Meter der Junioren. Das Finale, 400 Meter der Junioren. Ja, reicht's für Marco Kaiser, den Titel zu verteidigen. Er auf der Bahn 4, im schwarzen Trikot der Nike Berlin. Komm, auf! Ganz stark geht Johannes Drefts auf der Bahn 5 an. Oh, die laufen nicht ganz schnell, auf die laufen nicht schnell. Jetzt kommt Marco Kaiser. Johannes Drefts und Marco Kaiser in Führung liegen jetzt auf den letzten 100 Metern. Aber jetzt ist noch mal spannend. Noch liegt Marco Kaiser vorn. Sieh, Marco! Brust an Brust. Benedikt Wiesen, Marco Kaiser und Johannes Drefts. Da mag ich mich nicht festlegen, wer am Ende vorne war. 47,31 Sekunden die inoffizielle Siegerzeit. Benedikt Wiesen von LG Stadtwerke München hat's gemacht. 47,31